Jo Leute, herzlich willkommen zu dieser Runde Dota 2 mit Storm Spirit. Bevor es losgeht, eine kleine Ankündigung. Am Wochenende werde ich die Elite League casten. Und zwar nach langer Zeit, seit dem TI, mal wieder über einen durchgängigen Zeitraum. Also Freitag, Samstag, Sonntag bin ich am Start. Ihr seht hier schon den Zeitplan eingeblendet, werde die allergrößten Teile vom Turnier live streamen. Und wenn ihr wollt, gemeinsam mit euch anschauen. Das wird cool und weil es lange her ist, freue ich mich schon richtig drauf, mal wieder ein bisschen Pro-Dota zu genießen. Danach kommt dann der neue große Dota-Patch. Also das ist auch eine Abschiednahme von diesem hier, der sehr lange Bestand hatte. Und Gameplay-technisch gibt es jetzt natürlich auch nochmal was mit Storm Spirit. Sie haben drei Wege, mich zu töten, die ziemlich gut sind. Dismember, Gust und Root vom Treant. Also ich brauche eine BKB und eine Linkens wahrscheinlich. Irgendwas in die Richtung und dann kann es trotzdem sein, dass ich sterbe daran. Sieht für mich so aus, als ist es fast nicht zu verhindern, mal zu verrecken. Aber mal gucken. Ui, da haben wir sie. Ich komme noch mit für Assist. Gold. Als Mitte schließe ich mich immer so ein bisschen an, aber nur, nur sporadisch. Und auch dann schnell wieder ab. Kein Bock, Creeps zu verpassen. Wir wollen natürlich eine Flasche. Und wir wollen wahrscheinlich noch einen Nulli. Irgendwann. Ein Wand. Ein Treads. Irgendwie so. Gucken, ob ich hier einen Orchid kaufe oder Kaya Sange gehe erst. Ist ziemlich sicher kein Prophet Mitte. Oder? Obwohl. Könnte schon Prophet Mitte sein. Sieht man halt nicht oft. Ist aber spielbar. Auch viel Range. Ist ziemlich gut gegen Storm, würde ich sagen. Es ist einer. Können die hier nicht halten, aber müssen wir auch nicht. Storm in der Mitte am Anfang ist immer so ein Thema. Man will eigentlich nur so viele Last Hits wie möglich bekommen. Auf die Bottle geiern. Außer man hat ein sehr gutes Matchup gegen Melis oder sowas. Und hoffen, gut, die rennen in den Tower. Dann pull ich die mal nicht. Obwohl, ich pulle trotzdem. Oh, der kommt nicht durch. Guck, weil der will immer das machen gegen mich, ne? Klar. Also er will jede Gelegenheit nutzen, mich zu harassen. Da der AA mir aber bei den Wards geholfen hat, hat er nicht ein ganz so leichtes Spiel. Ich glaube auch Harass gegen den ist so eine Sache, weil der eh Base kann. Das Fiese ist. Oh no! Oh scheiße. Ich habe jetzt keine Tangos mehr. Und gepennt habe ich auch noch. Jetzt gehen wir Vortex. Ich glaube nicht. Ich gehe Remnant auf 2. Da hat er jetzt Glück gehabt. Das ist perfektes Equilibrium. Vielleicht hätte ich Vortex skillen sollen. Weil der Harass tut schon weh jetzt. Er wird mich mit Proud zuspammen. Ich sehe jetzt nicht einen Quelling Blade zu kaufen, bis ich 6 bin. Kann die Auto-Attacks auch mit Vortex aufladen, nachdem sie schon fliegen. Ich meine mit Dings, mit Overload. Das ist ganz angenehm. Ich glaube, damit macht er den Range-Creep, den Naiva. Das war nicht so schlau von ihm. Klingt wie so ein guter Teetrinker. Nein! Ich werde den Ward recht spät stellen, weil wir hier Vision-Vorteil hatten. Durch den AA. So haben wir das dann zur Verfügung bei der Power Rune noch deutlich später. Da bist du Power Rune raus, glaube ich nicht. Ich werde auch hier nicht gegankt werden. Ich glaube nicht, dass der Patch kommt. So, kleine Pause. Prophet hat keinen Bock mehr. Mit seinem Quelling und seinen Boots, ey. Der alte Schwitzer. Wir sehen uns gleich, ich schneid's für euch. Der Typ ist jetzt irgendwie ewig nicht wiedergekommen. Ich hotte mal oben. Weil der Patch, wenn dann noch gankt, obwohl der Core ist.
Und ich hoffe, er kommt gleich. Der ist auch online, der hat selber pausiert, habt ihr gesehen. Also müsste eigentlich gleich wieder da sein. Nice, wir haben ihn. Die Top-Lane haben wir eh schon gewonnen, ne? Der PA hat davor schon mal einen Kill gemacht. Oder der AA gegen den Jaibo, glaube ich. Nächstes Item sind Boots. Hat das jetzt nicht gestackt? Ach. Wahrscheinlich falsch gemacht. Ich spiele es gerade bewusst ein bisschen defensiver, weil ich jetzt nicht das Spiel versauen will. Er hat selber pausiert, er kommt zurück und wird passen. Ich werde ihn auch nicht töten. Er wird gemicrot, okay. Oh, ich habe Aggro gezogen, nicht mitgerechnet. So. Jetzt gehen wir es jetzt mal auf 1, auch wenn wir dann etwas langsamer den Stack farmen, weil ich würde gerne die Draw auf 6 einmal ganken. Komm jetzt zurück, gib mir meinen Gameplay-Profit, bitte. Wahrscheinlich hätte ich da nicht durchlaufen dürfen oder so. Ich ziehe noch später jetzt. Ja, schon bei 54, jetzt sind wir bei 55. Das ist das Beste, was ich machen kann. Ihn da nicht zu killen oder nicht die ganze Zeit in der Mitte alles abzufarmen, sondern ein bisschen defensiv zu spielen. Oh, ist Level 6. Am Ende besiegen die uns 4 zu 4, das ist mir auch schon passiert insofern. Was war das für ein TP von dem AA? Das hat die Draw ja völlig vertrieben. Das war richtig schlecht. Okay, oben ist die PA verreckt, zeitgleich, was natürlich nicht gut ist. Und der wird noch immer gemicrot, hat die Region geholt. Spielt der einfach wieder? Und ist ein Anzeigefehler? Ich glaube nicht. Hä, hey, da war da keine Region? Nee, hab ich verguckt. Na, oh, der holt die XP-Rune. Oh, ich hätte schneller sein müssen. Ah, oh, ich war zu langsam. Ich hätte ihn aufhalten können. Ich dachte, die liegt da schon. Das war das Problem. Gott, wow. Wie der Omni sie halt auch einfach nicht angreift. Ich hätte das dann nicht machen können. Spiel ist aggressiv und Profit ist zurück. Ein bisschen ruhiger geworden, weil ich mir nicht sicher war, ob das noch ein Spiel wird, aber es wird ein Spiel. Profit ist da, wir können Dota zocken. Nice. Ich habe ihn ja auch nicht gelegt oder ihn übelst behakt, also es sollte okay sein. Vielleicht sehen sie mich ja nicht, wenn ich hochlaufe. Go, go, Patsch. Sehr echt verreckt.
Puh. Ist gestorben. Naja, der obese Ninja, das passt perfekt zu seinem Helden. Hat meine PA getötet. Ich hätte schneller Vortex machen sollen. Ich habe halt sehr effizient von den Autotex gespielt, aber... Insgesamt auf jeden Fall ein ganz guter Kampf für uns. Bracelet Brooch für Mana. Mana Pool ist immer sehr nice auf dem Helden. 200 Mana ist noch besser. Nehmen wir Lance. Gehe ich überhaupt noch Orchid? Ist gut gegen Prophet. Der geht, glaube ich, auch Orchid. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Doppeldeal. Ja, wenn er euch auch Orchid gibt, brauche ich fast Newels, ne? Ist eh sehr gut gegen die. Gegen den Silence, gegen das Proud, gegen die. Also gegen Gast. Gegen so viele Sachen ist Newels hier richtig gut. Ich mag es nicht, Newels als erstes zu kaufen auf Storm. Ist auch eher untypisch. Ich habe Bock auf was Aggressives. Ich werde es wahrscheinlich dahingehend bereuen, dass ich ein paar Mal verrecke, wenn ich es mache. Mit dem Branch wollte er noch die Plays machen. Nicht mit uns. Geil. Ganz wichtiger Kill, glaube ich. Den haben wir zu holen. Jetzt darf ich wieder. I'm coming for Patch. Ich muss mich beeilen. My bad. Muss raus. Ich hab's schon versaut. Der Jump war schon schlecht. Oh, das hat er geschafft. Krass. Oh! Magic Wand war nicht auf dem richtigen Hotkey. Wow! Was hat mich gekillt? Oh, ich glaube die Ulti. Oh, dass sie mich da erwischen, wusste ich. Aber ich dachte, ich baite sie. Ich dachte, er huckt mich rein. Ich werde geheilt vom Omni, was auch passiert ist. Und der Patch stirbt. Und ich komme raus. Nichts davon ist eingetreten. Ich hätte mit dem Wand überlebt, wäre auf dem richtigen Dings gewesen. Aber trotzdem krass, dass sie ja nicht für bestraft werden. Ich glaube, die PA war gar nicht da mehr oder so. Es kann sein, dass ich mich da verguckt habe. Oder wir waren zumindest einer weniger, als ich dachte. Shit. Es war richtig, wieder rauszuseppen direkt, aber es war wohl nicht richtig, wieder zu baiten. Wurde ich zu aufmüpfig. 30 Sekunden bis Power Rune. Ich glaube, da kann ich jetzt mal nicht diven. Es wird nichts. Wenn ein TP kommt, habe ich zu viel investiert. Your top tower is under attack. Wir nutzen ein bisschen aus, dass der Tower geschwächt ist. Bedrängen hier. Mana-Regeneration klingt gut. Nehmen wir erstmal das. Na gut. Okay, kommen sie alle. Ach, scheiße. War nicht so wichtiges drin, aber mein TP. Ich habe oben viele abgelenkt. Irgendwie habe ich das Gefühl, keine Ahnung, wir sind zwei Helden weniger auf der Map. So spielt sich's. Ja, schnell ist Orchid. Gemisst. Schneller als ich dachte, das Orchid. Ich meine, es ist ein Prophet, der farmt schneller, aber trotzdem. Nee. Guter Stil, aber ich werde jetzt nicht aggro gehen. Vielleicht hätte ich einen Twin töten können. Ich glaube, dafür hätte ich mit meinem eigenen Leben bezahlt. Aber das meine ich mit dieser Unterzahl, mit diesem Unterzahlgefühl. Gegner sind immer mehr.
Stecken wir das. Wir farmen erstmal kurz. Oh, no, no, ist unten. Die sind auch echt aktiv auf der ganzen Map. Verdammte Vision. So, sieht das Farm. Stack, I think. Wie viel kostet das? Nichts mehr. Haben wir gleich. Ich hole einfach die Wave hier. Ich habe gerade Angst. Ein bisschen habe ich Angst, gegankt zu werden. Aber Tree und Ulti müsste noch auf Cooldown sein. Hook wäre scheiße. Ah, okay. Ja, es reicht tatsächlich. Ich dachte, das reicht nicht. Ist nur ein Orchid und er tötet mich. Nacktes Orchid mit bisschen Tree and Protector Damage. Warte mal. Ja, praktisch nix. Okay. Krass, dass es reicht von den Autotags. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Stärke-Threads. Botteln, na gut. Habe ich mich einfach verschätzt. Es war relativ knapp. Ohne den Tree-End hätte es, glaube ich, nicht gereicht. Nee, hätte es nicht. Ich dachte wirklich, wir kriegen zeitgleich Orchid. Ich habe keine Ahnung, wie er es gemacht hat, schneller zu kommen. Ich glaube, die Kämpfe liefen einfach insgesamt zu schlecht. Dieser eine Tod oben hat mich so viel gekostet. Das ist ein Trauerspiel. Go. Oder auch nicht. Ups, sorry. Ich hoffe, ihr habt noch das meiste gesehen. Mein Fehler. Aber es war auch nicht spektakulär. Ich bin nicht mehr rein, wurde dann aber trotzdem noch erwischt. Insofern. Immerhin nicht gehookt worden. Aber blöd, verreckt euch das schon hart gegen mich. So, probieren wir dann mal zu kämpfen. Oder auch nicht. Wir sind irgendwie nie komplett. Would you consider just fighting PA once? Like, we can just fight when they dive. Press buttons, we kill them. Wir waren halt wieder nicht komplett. Ja. Ziemlich frustrierend. Ich hatte auch gute Spiele in letzter Zeit. Insofern muss er mal schlechter laufen. Aber ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen besser läuft. Als das hier. Die haben überall Vision gefühlt. Vielleicht wäre es Array gewesen. Ich glaube, es wäre Array gewesen. Guter Smog. Ich würde halt gern den Prophet killen oder so. Ein bisschen Team-Support könnte es reichen, aber wir sind mittlerweile so stark, ey. Wir haben unser Timing irgendwie verbaselt. Den Patch noch nicht auf, halt huckt er den. Aber es ist halt auch nur ein Support, egal. Wir nehmen, was wir kriegen können. Echt frustrierend. Scheiße. Torch Shadowblade. Ich wollte die auch eigentlich noch ein paar Mal anhüpfen. Ich werde auch das kaufen. Aber ich komme nicht dazu. Wir werden übertrieben reingedrückt. Ich bin froh, dass wir mal irgendeine Aktion gefahren haben. It's not time. Fresh meat. Killing spree. Elf, what's that, mate? Schon wieder einer tot. So ein richtiger Teamfight mit einer Frontline von uns und einer Frontline von denen, da würde was gehen. Der Omni hat gar nichts. Der kann nicht vorne stehen, glaube ich. Also dann könnte ich auf die Draw springen hinten. Ohne dass der Prophet mich erwischt.
under attack. Dire structures are fortified. Wahrscheinlich hätte ich jetzt gerade Mitte pushen sollen, aber ohne BKB ist einfach schwierig. Der Prophet killt mich sofort. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie hier keine Vision haben. Sie hatten sehr viel hier. Your bottom tower is under attack. We should fight this. If they get tormentor, it's over probably. Your bottom tower is under attack. I will jump throw if you initiate. Das müsste reichen. Das läuft ganz gut. Ja, nice. Das war es auf jeden Fall wert. Oh, mein Orchid ist nicht durchgegangen. Ich hatte es eigentlich geklickt. Komisch. War jetzt aber nicht so wichtig. Genau der Kampf, den wir gebraucht haben. Ich musste einfach nur alles auf mich ziehen. Es ist scheiße, dass ich es als Storm machen muss, aber es war genau das Play. In der Situation, sie klumpen, sie werden von der AOT und allem getroffen, die Fury cleaved rein. Wenn sie es gegen mich machen, dann machen sie es halt gegen mich. Und der Prophet hat da tatsächlich eigentlich ein gutes Play gemacht, aber nur mechanisch. Smarts war nicht so, weil wenn ich so reinspringe, ist klar, dass mein Team da ist. Also ich habe darunter gelitten, weil ich bin gestorben, bevor wir alles bekommen haben, aber wir haben jetzt wieder ein Game. Jetzt muss ich es nur schaffen, auch ins Spiel zu kommen, indem ich beim nächsten Kampf nicht sterbe. Jetzt hoffe ich darauf, dass sie dann die Items haben. Der Omni hat natürlich immer noch nichts, aber vielleicht kann die PA rein. Oder so. Eigentlich geil, das ist meine Herausforderung. Läuft nicht alles perfekt, wir kriegen nicht immer Kills oder sowas. Bisschen Comeback-Gaming. Ist nur der AA, das ist nicht schlimm. Ist echt aufpassen, der Prophet kann mich super schnell killen. Doch BKB. Ich habe halt den Omni, deshalb traue ich mich das gerade. Bait hat nicht funktioniert. Hat Map Hack! Kriegen gerade Space. Dadurch, dass wir sie einmal zurückgeschlagen haben, sind sie jetzt vorsichtiger. Meine PA farmt fleißig weiter. Das ist ein Ward, aber den kann ich jetzt nicht holen. Scheiße, ich bin tot. Oh! Noch gejuked. Der war auch allein, ne? Wahrscheinlich wäre ich doch nicht gestorben. Ich hätte einfach tippet. Ups. Das ist wirklich nicht mein Game, Mann. Das läuft alles immer so knapp schief. Aber ich werde mich nicht beschweren. Wir haben echt mit diesem Kampf hier ein Sprungbrett erschaffen. Mein Team ist wieder da. Wir kriegen Kills. Ja, dann nehmen wir natürlich die Leben in dem Game. Prophet lebt.
Darf ich nicht machen. Ich muss mich disziplinieren. Ich bin greedy jetzt, weil ich unbedingt was gut machen möchte. Aber wenn ich da hingehe und der teleportiert gut, dann wird's schwer. Müsste schneller mit dem Orchid sein als er und er kann es queuen, während er teleportiert. Im nächsten Kampf habe ich die BKB und dann werde ich in der Lage sein, die Draw ähnlich wie jetzt anzuspringen, nur zu überleben für die Aktion. Dann hoffe ich, dass wir den Kampf wieder gewinnen und ich halt dann entsprechend auch von profitiere. Der Draw, der PM ist mega gut, denn ja, die ist jetzt ultra krank. Level 20. Der Rest ist am Leiden. Aber die PA mit dem Ultra-Kill ist richtig stark. Und der hat zumindest etwas. Echo-Saber Phylactery ist langsam. Deshalb baue ich nicht mehr sogar einen Echo-Saber, wenn man Phylactery geht mit Omni. Ist relativ langsam, das Bild ab. Die Offline hat wenig Impact. Aber sie wird jetzt nicht schwach. Ja? Also wir haben ja schon uns das selber angeguckt, wie geil das reinhauen kann. Ja, Boots of Bearing und sonst nischt. Vielleicht haben sie hier Vision. Dota wird immer ziemlich müßig zur Zeit, obwohl der Patch eigentlich ganz gut ist, wenn die Gegner eher vorne sind, aber nicht viel machen und viel farmen wollen und man selber halt auch nicht wirklich raus kann. Das ist so ein Beispiel dafür. Sieht aber auch daran, dass ein Held wie Storm spielt, der gerne rumsäbt. Kann gut sein, dass die Roche machen. Versucht die gerade hier so ein bisschen in die Mitte zu ziehen. Shit, die sind da. Zum Glück habe ich noch gescannt. Oh, ich habe falsch gescannt, aber trotzdem entdeckt. Dear Lord, ey. Zum Glück haben sie es nicht schneller gesammelt. Ich wette, die hatten auch Slot-Probleme. Geil, wir haben Orchid auf. Orchid haben wir auch. Wir haben Aegis. Und den Kampf gewonnen. Und der Scan war auch ich. Alles war ich. We are back, Boys und Girls und alles dazwischen. Nice. Defiant Shell. Tunic. Gefällt mir alles nicht so gut. Ogre Seal ist gut gegen Sprout. Aber wirklich nice ist es nicht auf Storm. Ich sollte Base, ich muss dann aktiv werden. Es ist echt schwierig, die Entscheidung. Ist es Sword? Ist es Paladin Sword? Ich glaube, es ist Paladin Sword. You should back, I think, actually. Go back. Yeah, just go back to. I will be there again in a few seconds. I got Aegis. Geht Moonshard. Aber es geht, sie hat echt Items. Es war, ehrlich gesagt, sehr mutig. Die wissen halt nicht, wo ich bin. Hätte ich mich jetzt in der Lane gezeigt hier, hätten sie die PA gejumpt, glaube ich. Und dann hätten sie auch vernichtet, gerade gegen Patsch und so. Es war richtig knapp und risky. Careful, careful. Ja, da können die Gegner nicht kämpfen. Das geht nicht gegen die PA. Wir sehen da ja alles. Am Tower wäre es gegangen, aber hier absolut dämlich. Oh, hi. Ah, mein Dust ist nicht da. Ich hab's rausgezogen. Versaut. Hätte geduldiger spielen müssen gegen die mit dem Dust-Slot. Ist vergessen, dass ich es nicht mehr im Moment habe.
In 15 Sekunden gibt es vielleicht eine Rune. Ich werde, glaube ich, in der Nähe bleiben, aber kurz warten. Ist eine Haste oben. Okay, wir nehmen die. Ist eine knappe Entscheidung, ist auch gut da zu sein, aber ich bin da relativ mobil. Vor allem, wenn ich die Haste habe, bin ich relativ mobil. Bottom Tier 2 ist eigentlich das richtige Objective hier, denke ich. Still got Aegis. Ich will jetzt kämpfen. Wir haben die Tower, aber... Ja, ist eh tot. Hui. Support will ihn killen. Dann sag ich nein. Ah, wir müssen das Aegis jetzt benutzen. Ich mach auch noch nicht BKW. Ah, ich hätte mal setzen sollen. Boah. Ich hätte mein erstes Leben teurer verkaufen können, ne? Die P hat alles zerklieft, aber es gab ein Doppel-Buyback. Das Draw-Buyback war die Ecke zu viel. So, was kaufen wir denn? Wir sind reich, sehr reich. Vielleicht Hex? Ich glaube eher nicht. Ich glaube Linkens. Ah, Linkens ist sehr, sehr gut hier. Gibt jetzt eh nicht viel zu tun mit dem Mana, weil wir warten müssen. Ohne die PL werde ich sicher nicht kämpfen. Also, wir haben Linkens. Ich sollte das aber behalten. Die Dwarf, das als einzige defensive Mechanik, wird wirklich wenig. Linkens Sphere. Das ist so ein verdammtes Nachdenkspiel. Ich weiß auch nicht warum. Die ganze Zeit am Grübeln. So viele komische Mechaniken bei denen. Noch wurde ich nicht von einem Tree and Root erwischt. Das freut mich. Also nicht so, dass das mein Ableben bedeutet hat. Kommt bestimmt auch noch. Nee. Nee. Den holen wir uns nicht. Er hat keinen Dagger, oder? Nee. Die sind zu fünf. Die sind auf jeden Fall geklumpt. Aegis kommt so in 2-3 Minuten wieder. Also Roche. Laden wir mal nicht die Botlauf. Ich bin aber zu faul. Fuck! War es echt zu tief? Ah ne, wir kriegen sie noch. Okay. War tatsächlich zu tief. Ich habe gar nicht gedacht, dass sie so noch bei mir stehen. Ich glaube, ich bin ein bisschen in ihre Arme gegangen von dem Team. Die waren weit hinten. Die waren ein bisschen off-position, wenn man so will. Aber es ist kein Problem. Also, ist nicht schlimm wirklich. Ist nur überraschend, dass sie dann so viel Support direkt haben. Sie haben, glaube ich, mich gesoloed mit allem, was sie hatten. Ne? Ja, ich habe 3 Ultis gefressen. Ja, 2 und sehr, sehr, sehr viel Fokus. Ich hätte die Draw halt töten müssen, bevor ich sterbe. Aber ich habe mich auch erst verklickt. Vortex war also out of range, mich einen Tick zu lang gebraucht. Ja, ist schon mächtig. Das meinte ich mit diesen ganzen Tools. Ne? Ich muss halt auf alles aufpassen. Ich habe sogar
ja, die BKB eigentlich ziemlich gut getimed, aber irgendwann ist es dann soweit. Es ist, wenn ich so das Spiel gewinne, gewinne ich so das Spiel. Manchmal ist es so. Ich bin einfach nur froh, dass es funktioniert, dass sie den Space bekommen. Wenn sie da dermaßen committen wollen, darf ich mich nicht beschweren. Das Geile ist, ich respawn gleich. Die Gegner allerdings noch eine ganze Weile nicht. Weil ich bin nie bei den Kämpfen Kills dabei, dadurch habe ich wenig Level. Dadurch respawn ich schnell. Das ist die Big Brain Strategie. Stay in. Schade. Das hätte auch klappen können, ne? Knapp. Ich würde so gern dahin gehen, aber mein Mana reicht nicht. Dauer Abklingzeit. Nehmen wir die Dauer. Oh, auf die habe ich schon Bock mit der Double Damage zusammen. Ich könnte fast Shard kaufen hier. Ohne du, Tormentor. Ich mach die nächste Wave nicht noch. Oder? Obwohl. I'm ready if you want to do Tormentor. Need Omni and we can do it. Wehe, Leute. Meinst du zusammen, Gegner? Schön. So, perfekt getimed alles. At last. Oh, ich habe Schad bekommen. Oh, wie geil ist das denn? Eine kleine Belohnung nach meinen Aufopferungen. Lecker. Jetzt kann ich das aktivieren und dann bin ich krass. Mit der Double Damage zusammen und der BKB könnte das großen Spaß bringen. In der Theorie zumindest. Gönne ich mir noch das da. Für meine Combo. Rush es ab, ne? Gehen wir schon mal hin. Nice. Ich könnte den ohne mich machen. Ich bleib nur in der Nähe, damit ich hinspringen kann. Falls contested wird. Leider. Oh? Sag mir, da kommt jetzt ein Kampf. Ich will so gern. Ach. Das wäre so geil gewesen. Schade. Mit der DD, wisst ihr? Thank you. Ich habe diesmal keinen Dust. Auch Slot-Probleme. Den kann ich nicht jumpen. Den auch nicht. Den schon. Den Jaivo auch. Es ist schon eher die Draw, aber ich habe ja nichts gegen Invis. Mein Team hat Invis-Kram, Anti-Invis-Kram. In anderen Spielen hätte ich das zweite Aegis auch als Dom noch eingefordert. Das erste habe ich geklaut, aber ihr wisst, wie ich es meine. Das Ding ist nur, die PA ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr, sehr stark. Und ich muss mal einen Kampf haben, in dem ich nicht den Initiate mache. Und den ganzen Hass auf mich ziehe, sondern wo ich ein bisschen aufräume, glaube ich. Mittlerweile habe ich auch die Items dafür. Wenn sie die da jumpt, ey, ich bin sowas von dabei. Die hat keinen Dust. Nee. Schönes Manta. Ich habe überlegt, ob ich das hier rausfarm. Im Endeffekt hätte ich es wohl machen können. Aber wer weiß, hätten wir es auch nicht so aggressiv spielen können. Ups.
Alles läuft perfekt. Die Draw, die DPA pusht mit dem Aegis. Wir stehen dahinter. Wenn sie nicht committen, können wir auch nicht committen. Es ist halt so, dass die langweilig spielen, die Gegner. Sagen wir es so. Ich schieb's alles auf sie. Uiuiui. Oh, fuck. Kann es sein, dass die Gegner irgendeine Agenda gegen mich haben in dem Spiel? Aber mich freut's für meine PA, der hat's auch noch gekillt mit dem Dagger, nice. Schöner letzter Kampf. Vor allen Dingen, ja, wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich eher Cheese als BKB machen sollen hier. Aber es hat irgendwie so Bock gemacht, nochmal rauszukommen und dann überraschend reinzugehen. Die haben nämlich nicht damit gerechnet, dass ich wieder volles Mana hab und nochmal reinjumpen kann. Da hatte ich doch meinen Kampf. War nur zu spät. Ich hab nicht mehr viel davon. Ah, die Siegesserie setzt sich fort. Ende konnten sie uns nicht mehr aufhalten. Komisch gemacht von den Gegnern. Irgendwie komisches Gameplay von ihnen. Ich weiß auch nicht, warum es mir so vorkam. Aber es war so ein... ich weiß nicht, so ein langsamer... sich nicht zeigen und dann alles auf einhauen, die ganzen großen Cooldowns, selbst wenn es mal nicht mich getroffen hat. Aber wir haben auch echt eine Situation gehabt, wo wir es fast verloren hätten. Als sie am Tier 2 Bottom Lane standen und wir den Kampf gewinnen mussten, da haben sie alle rumgeklumpt, um mich rumgeklumpt, sind alle raufgesprungen, alle sind verreckt, die PA hatte, glaube ich, einen Triple Kill oder sowas. Das war echt geil. Hat Spaß gemacht, der Stack war ganz cool, die PA auch. Und ich freue mich wirklich, dass ich es noch irgendwie gewonnen habe, weil ich wollte hier der große König sein und ich war es überhaupt nicht. Aber am Ende konnte ich zumindest nochmal Spaß haben. Und ja, alles ging an die PA in dem ganzen Spiel. Der Rest hatte auch nichts. Also, hier hatte keiner was außer die PA. Die hat jeden Kill in jedem Kampf bekommen, ist übelst gesnowballt und zum Glück ist es ein Held, der mit sowas auch funktioniert. Na? Der Typ hatte dann noch überraschend viel Farm. Da wollte ich mal was gucken. Ich hatte schon mehr bei 10. Also klar, der war ja auch dann weg. Ich hatte 1000 Gold mehr. Irgendwas ist da passiert, was ich nicht gecheckt habe. Ich glaube, es war ein Kampf oder sowas. Irgendwo habe ich mich verschätzt, was seinen Farm angeht. Und dann kam die Zeit, wo ich verreckt bin. Im Endeffekt hatte ich trotzdem noch das zweitmeiste Gold im ganzen Spiel. Nur weil wir gewonnen haben. Ich hatte mehr Gold, als ich dachte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war schwächer. Hier war ich nicht so stark. Aber noch deutlich mehr als der Omni. Der Omni hat irgendwie gefühlt das ganze Game über gar nichts. Also bei dem lief es überhaupt nicht. Zum Glück hat die Draw RDPA ihn ausgeglichen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns am Wochenende zu der Livestream-Session. Bis dahin und haut rein. Macht es gut. Achso, Moment. Ich wollte nochmal gesamt gucken, weil wir waren ja echt... So weit waren wir gar nicht hinten, ne? Wisst ihr noch, wo ich da gestorben bin? An dem Orchid die ganze Zeit und mein Team auch. Und keiner richtig gekämpft hat und so. Ich habe das Gefühl, es sieht voll schlecht aus. So schlecht sah es gar nicht aus. Überraschend für mich, dass wir so gegenhalten konnten. Auch Slug an der PA, die hatte halt da schon sehr viel Farm. Die hatte schon BKB und Battle Fury in dem Kampf, den wir dann gedreht haben. Dem einen wichtigen. Der war, glaube ich, hier irgendwo. Vielleicht war es sogar der da. Ich bin nicht sicher. Ich glaube eher hier. Okay, jetzt aber wirklich. Bis dann.